Die Silicon Valley Tour wird euch präsentiert von US Now, dem Inkubator der Scout24-Gruppe. Wenn ihr gründen wollt, bewerbt euch jetzt um die Förderung eures Startups bei US Now. Und Forward.io. Als CTO as a Service entwickelt Forward.io Web- und Mobile-Anwendungen speziell für Startups. Herzlich willkommen aus dem Silicon Valley. Wir sind heute zu Besuch bei Thomas Hessler in eurer Garage, die Founders Garage. Ihr seid jetzt seit 3 Jahren hier im Valley, Thomas, und ich sage ihr, weil das bist nicht nur du, sondern das sind alle 3 Gründer von Zanox. 2 sind mittlerweile schon wieder in Deutschland zurück, aber du hältst hier noch die Stellung. Ihr habt jetzt 3 Jahre im Valley verbracht und bastelt an einer sehr spannenden Idee. Das Ganze nennt sich UFO Start, für uns Deutsche UFO Start. Ja? Und ich würde sagen, du erklärst uns jetzt mal, worum es geht bei UFO Start. Ja, also UFO Start ist eine neue Plattform auf Facebook. Wir sind mit der Idee hergekommen, in Silicon Valley in Startups zu investieren, haben uns so ein bisschen die Szene angeschaut, wie das funktioniert und relativ schnell festgestellt, dass man dort vielleicht ein bisschen was verändern kann, verbessern kann. Da wir in der Vergangenheit Experten geworden sind für Software und skalierbare Plattformen, haben wir gedacht, wir können vielleicht unsere Expertise auch in dieses neue Geschäft mit unterbringen. Und haben uns vor gut 1,5 Jahren, 2 Jahren hingesetzt hier und zusammen getroffen, überlegt, wie könnte man vielleicht eine neue Plattform designen. Und das haben wir in den letzten 12 Monaten dann getan und auch entwickelt. Und entstanden ist UFO Start, eine Plattform auf Facebook, mit der wir Investoren zusammenbringen mit Startups und Experten, also Leute, die mithelfen können, an einem Startup es zu entwickeln, zu programmieren, zu designen und auf diese Art und Weise halt in einer Crowd an einer Startup-Idee zu arbeiten, um nicht zu sagen, ein Startup zu crowdsourcen. Bevor wir da jetzt einsteigen und UFO Start noch ein bisschen näher beschreiben, das Ganze hat ja tatsächlich auch so ein bisschen aufgebaut auf euren Erfahrungen, die ihr bei der Zanox-Gründung gemacht habt. Aber für alle, die das irgendwie, die Zahlen da nicht im Kopf haben, ihr habt Zanox verkauft vor wie vielen Jahren? Wir haben 2007 verkauft an Axel Springer und die Publigroup. Ja. Für wie viel Geld? Für 300 Millionen Dollar. Ja, da könntet ihr eigentlich hier 30 oder 60 Jahre im Silicon Valley euch von erlauben, ohne irgendwas zu tun. Aber ihr seid trotzdem hier ganz rührig unterwegs. Und tatsächlich, das habe ich ja gerade schon angekündigt, die Grundidee von UFO Start, die basiert so ein bisschen auf Zanox, zumindest auf eurem ursprünglichen Setup bei Zanox. Da habt ihr sehr früh schon externe Mitarbeiter und externe Partner beteiligt am Unternehmen. Wie waren das und wie hat sich das ausgewirkt jetzt auf UFO Start? Also es kommen mehrere Sachen zusammen. Auf der einen Seite das Thema Equity, also Leute zu involvieren in eine Startup-Idee, die nicht nur normale Mitarbeiter sind, sondern die halt Shareholder werden oder Equity besitzen und auf diese Art und Weise eine ganz andere Motivation erfahren. Das haben wir bei Zanox auch sehr früh gemacht, einfach aus der Not heraus, weil wir Zanox gebootstrapped haben und uns gar nicht leisten konnten, Leute teuer zu bezahlen. Insofern haben wir halt nach Wegen gefunden, Leute zu motivieren und zu incentivieren, was letztendlich für uns eins der wesentlichen Erfolgsfaktoren waren von Zanox, dass wir halt wirklich viele Leute hatten, die gemeinsam mit uns gekämpft haben, um das Unternehmen erfolgreich zu machen. Das war die eine große Erkenntnis, die wir hatten. Die zweite war, dass die Crowd extrem erfolgreich, extrem kreativ und skalierbar ist. Und letztendlich war Zanox eine klassische Crowdsourcing-Lösung. Und deshalb war die Überlegung, wie kriegen wir eigentlich die Power der Crowd und die Wisdom der Crowd auch mit in sogenannte Startup-Deals, also in die Entscheidung, welche Startups wollen wir finanzieren, aber letztendlich auch in die Execution von Startups, also wie man sich sozusagen schrittweise fortbewegt und dort halt auch die Power der Crowd zu nutzen. Das ist der zweite entscheidende Faktor, den wir bei UFO Start versucht haben umzusetzen. Um das so ein bisschen zusammenzufassen, also mit UFO Start kann man Startups von Tag 1 an aus der Crowd heraus aufbauen. Alle Leistungen, die man braucht, kann man sich über UFO Start zusammensammeln. Das heißt, du sammelst dir die Coder ein, die an deinem Projekt programmieren. Du sammelst dir unter Umständen schon die erste Finanzierung ein. Du kommst aber auch schon in Kontakt mit den ersten Kunden. Also alles, was ein Startup braucht, kann es über UFO Start bekommen und das eben
nicht indem das Startup unheimlich viel Geld dafür ausgibt, sondern indem es Anteile abgibt an alle, die beteiligt sind. Ja? Wie macht ihr das, dass ihr zum Beispiel dem Coder einen fairen Anteil am Startup gebt als Austausch? Wie wird der Wert festgelegt? Machen das die Startups selber und sagen hier, der Coder kriegt für 3 Monate, so lange dauert ja ein Zyklus bei euch, kriegt für 3 Monate Programmieren so viel Prozent? Wie bildet ihr das rein juristisch ab? Also der Unternehmer ist natürlich nach wie vor voll in charge und in der Verpflichtung, letztendlich ein faires Angebot zu machen. Wir versuchen einfach auf der Plattform maximale Transparenz zu schaffen, dass alle Beteiligten einer Runde, und wir bewegen uns halt in der Tat in kleinen quartalsweisen Runden fort, dass alle im Prinzip auch zu den gleichen Bedingungen einsteigen und für jeden ersichtlich ist, was ist die Bewertung und was ist der Preis, der dafür bezahlt werden soll. Es ist wie ein Marktplatz ein Stück weit, der mit Offenheit und Transparenz halt dafür sorgt, dass die Leute überzeugt werden. Aber man muss natürlich in der Tat ein wettbewerbsfähiges Angebot machen, um Leute begeistern zu können. Das heißt, das ist auch schon mal die erste Validierung für mein Startup. Ja? Die gesamte Crowd wird sozusagen befragt, wie interessant ist denn das? Der Coder kann sich entscheiden, ob er mitmachen will, Investoren, Kunden, alle anderen, die irgendwie in irgendeiner Form Werte da einbringen können, ob es Werbeleistungen sind, juristische Beratung oder so. Alle werden gefragt, wie ist denn das? Wollt ihr mitmachen? Und nur wenn sie mitmachen wollen, dann wird natürlich auch was aus dem Startup. Ja? Also wenn ihr eure Idee validieren wollt, dann eignet sich U4Start tatsächlich ganz gut dazu. Ne? Und ihr könnt sehen, ob ihr auf dem Holzweg seid oder ganz richtig unterwegs seid. Wie viel kostet das denn für Gründer, dabei zu sein? Also wir sind im Moment noch dabei, ein Preismodell zu entwickeln. Das kann man jetzt noch nicht final sagen. Es wird verschiedene Varianten geben, weil wir sehen natürlich, dass Startups in unterschiedlichsten Situationen und auch in einem unterschiedlichen Stadium zu uns kommen. Wir sehen ganz klar eine Variante vor für wirklich Early Stage. Das heißt, quasi man kommt mit einer Idee und ist im Prinzip dabei, sein erstes Team zu bilden und ist quasi auf der Suche nach allem. Wir sehen aber auch den Fall vor, dass wir Startups sehen, die schon ein funktionierendes Business Model haben und vielleicht auch in einem Markt schon profitabel sind und jetzt darüber nachdenken, zu globalisieren und in andere Märkte und andere Länder zu gehen und die vielleicht nur eine Runde machen wollen, um halt ihre Idee in den Markt zu validieren, ihr Team zu finden und einen entsprechenden Setup aufzusetzen, um in einen Markt einzutreten. Also wir werden 3 verschiedene Modelle haben, die im Prinzip Seed, Prototype und Growth Phase beinhalten und werden schauen, dort ein angemessenes Angebot zu machen. Das ist ja eine Menge Holz. Also es gibt ja Plattformen, die sammeln Finanzierung ein und also Crowdfunding-Plattformen, die spezialisieren sich aber nur auf das Thema Finanzierung. Ihr sagt, hey, das ist zwar auch ein Teil von U4Start, aber da gibt es halt auch noch andere Dinge. Ne? Man braucht noch viel mehr als nur Geld. Das ist ja erstmal viel Arbeit. Ihr müsst die ganzen Prozesse irgendwie abbilden können. Ihr müsst aber auf der anderen Seite auch die kompletten Leute holen, Geldgeber, Programmierer. Was ist denn da so eure Herangehensweise? Ihr müsst ja erstmal auf euch aufmerksam machen. Funktioniert entweder dadurch, dass man Videos dreht, ja, Interviews macht, aber auch ansonsten, das reicht ja nicht aus. Wie wollt ihr denn an die Masse von Menschen rankommen, die bei U4Start dann mal aktiv sein sollen auf der Plattform? Also es gibt natürlich verschiedene Elemente dabei. Zum einen treten wir selbst als Investor auf und investieren in Startups. Damit generieren wir einen ganz natürlichen Dealflow heute schon. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch einen sehr großen Effekt oder Netzwerkeffekt. In dem Moment, wo ein neues Startup auf die Plattform kommt, fangen sie natürlich an, ihre eigene Crowd auch zu aktivieren. Wir sehen das auch als eins der entscheidenden Elemente, dass man es schafft, seine eigene Community zu aktivieren und eben nicht nur sich von Leuten bedient, die sozusagen die für einen arbeiten, die man eigentlich nicht kennt, sondern Bootstrappen heißt ja in erster Linie auch, sein eigenes Netzwerk zu aktivieren und Ressourcen, auf die man ohnehin Zugriff hätte, sie halt nur zu incentivieren, sodass sie bereit sind, dann mitzumachen. Und last but not least sind wir natürlich die Experten für Online-Advertising. Das ist es, was wir 10 Jahre gemacht haben. Und in dem Moment, wo wir ein Produkt haben, was wir online auch bewerben können, und das ist U4Start inzwischen, können wir natürlich auch alle Möglichkeiten, die Online-Marketing einem bietet, nutzen. Das werden wir auch tun und das Ganze dann halt wie ein Produkt bewerben.
Ja, cool. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Die Idee klingt ziemlich sinnvoll für alle die, die bootstrappen wollen und das einfach noch ein bisschen schneller und effektiver machen wollen. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, für dich geht es auch dann irgendwann bald wahrscheinlich mal wieder nach Deutschland. Und ich bin gespannt, was aus euch wird und aus You4Start. Besten Dank fürs Interview. Alles klar, vielen Dank.